Ende 2018 war genau das hier das Thema, was euch noch am meisten interessiert hat, was noch die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, die Panne mit dem Regierungsflieger, der Merkel dann nicht pünktlich zum G20-Gipfel nach Argentinien bringen konnte und die Frage nach einem eventuellen Nachfolger für die beiden Airbusse, die zum aktuellen Zeitpunkt die VIP-Langstreckentransporte in der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums übernehmen. Jetzt scheint eine Entscheidung schon getroffen zu sein und diese gucken wir uns jetzt mal an und wir schauen uns an, warum diese Entscheidung durchaus nachvollziehbar ist und welche Kompromisse aber gleichzeitig dafür gemacht werden müssen. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Für die meisten von euch war das etwas ziemlich Lächerliches. Merkel schafft es einfach nicht, mit ihrem eigenen Airbus A340 pannenfrei über den Atlantik zu kommen. Die zweite Maschine kann nicht aktiviert werden, weil es dafür keine Besatzung gibt. Und dann sitzt die Bundeskanzlerin einen Tag später an einem regulären Linienflug und fliegt über Spanien nach Argentinien. Klingt lustig, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber man kann sich dann ja doch mal ganz ernsthaft die Frage stellen, warum die Flotte der Flugbereitschaft denn wirklich so unzuverlässig zu sein scheint, wie es ihr Ruf vermuten lässt. Wie kann das sein, dass ein trotz des Alters hochmoderner Airbus seine Passagiere und seine Besatzung so im Stich lässt und eventuell ja sogar in Gefahr bringt? Denn so ganz oder nur lustig klang das nicht, was da Ende November an Bord des Regierungs A340 passiert sein soll. Das muss ja nicht sein. Letzte Woche kam Bundespräsident Steinmeier aufgrund eines technischen Defekts am zweiten A340 der Flugbereitschaft nicht pünktlich aus Äthiopien zurück. Und ja, wie man es jetzt noch dreht und wendet, und da kann man noch so sehr auf der Seite der Flugbereitschaft stehen. Ich weiß, dass die Flugzeuge nicht bei jedem Flug Probleme machen, aber gibt es irgendeine vernünftige Fluggesellschaft auf dieser Welt, die mit so unzuverlässigen Maschinen zu kämpfen hat? Ich weiß es nicht. Wirklich unschön waren dann aber die gegenseitigen Schuldzuweisungen nach der schwerwiegenden Panne Ende November. Denn das Thema wurde ja in den Medien derart ausgeschlachtet und immer mal wieder aufgerollt, dass, glaube ich, alle Beteiligten so ein bisschen nervös geworden sind. Erst wurde von der Flugbereitschaft dann die Schuld zur Lufthansa Technik geschoben. Die Lufthansa Technik schob die Schuld dann wieder an die Flugbereitschaft zurück. Das ist doch noch viel mehr ein Problem. Gar nicht unbedingt dieser einzelne technische Defekt, sondern dieser riesige öffentlich ausgetragene Konflikt zwischen Wartungsbetrieb und Betreiber. Das alles unter einer enormen medialen Aufmerksamkeit, sodass man sich als Beobachter doch irgendwann mal die Frage stellen muss, wer zum Teufel da denn den Schuss nicht gehört hat. Kurz nach dieser großen Panne wurde durch die Verteidigungsministerin höchstpersönlich angekündigt, dass man die Besatzung bei der Flugbereitschaft für diese Flugzeuge, also auch für den A340, aufstocken wird. Gleichzeitig nimmt man etwa 200 Millionen Euro in die Hand und schaut sich nach ein oder zwei neuen Langstreckenmaschinen für die Flugbereitschaft um. Daraufhin habt ihr in den Kommentaren, wie ich finde, sehr berechtigte Fragen gestellt. Und zwar, wie möchte man jetzt einen neuen Regierungsflieger, einen neuen Regierungslangstreckenflieger mit einer Regierungs-VIP-Ausstattung für tatsächlich vergleichsweise wenig Geld bekommen? Und dazu noch die Frage, sind das hier überhaupt zusätzliche Flugzeuge, die man anschaffen möchte? Oder aber möchte man vielleicht schon diese beiden A340 ersetzen? Denn nach außen hin macht das vielleicht gerne mal den Eindruck, dass Platz und Menge an Flugzeugen durchaus ausreichend ist und er die Zuverlässigkeit der Maschinen zu wünschen übrig lässt. Aber gut, jetzt wird es dann tatsächlich spannend, denn die Flugbereitschaft meldete sich relativ schnell wieder zu Wort. Die Entscheidung fällt tatsächlich auf den Airbus A350. Genau darüber hatten wir vor gut zwei Monaten noch spekuliert und hatten über die ganz klaren Vorteile eines Airbus A350 als Regierungsflugzeug gesprochen. Es ist ein Airbus-Jet der modernsten Generation. Reichweiten von bis zu 20.000 Kilometern sind mit diesem Flugzeug mit entsprechenden Zusatztanks in einer Regierungs-VIP-Ausstattung durchaus möglich. Dazu ist der Flieger höchst effizient und höchstwahrscheinlich auch sehr zuverlässig mit zufriedenstellender Performance. Also ein wahres Traumflugzeug für Regierungsangelegenheiten. Daneben galt der Airbus A330 als Alternative, beziehungsweise gilt er zum aktuellen Zeitpunkt immer noch als Alternative. Bei diesem Flugzeug als Regierungsmaschine müsste man sicherlich in allen eben genannten Bereichen kleine Abstriche machen. Dafür hat der Airbus A330 aber auch einen riesigen Vorteil. Und zwar ist er recht zeitnah, günstig, gebraucht am Markt verfügbar. Und das in großer Stückzahl. Die Flugbereitschaft wird sich dann, wie jede andere Fluggesellschaft auch, mal ein ganz genaues Bild der aktuellen Lage verschafft haben, was sie für Flugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt in welchen Konfigurationen günstig am Markt bekommen kann. Und dann wird man, genau wie eben jede andere Fluggesellschaft auch, bei gewissen Leuten mal angerufen haben. Und der ein oder andere interessante Anruf wird auch beim Flugzeughersteller Airbus selbst eingegangen sein. Und das, was man da als Antwort bekommen hat, muss dermaßen interessant gewesen sein,
dass die Flugbereitschaft direkt mal von ihrer eigentlichen Art und Weise, Flugzeuge zu beschaffen, abgesprungen ist und jetzt mal ins kalte Wasser springt für große Langstreckenmaschinen und sich ein neues Flugzeug beschaffen möchte. Sonst waren das, zumindest gilt das für die großen Langstreckenflugzeuge der Flugbereitschaft, ja immer gebrauchte Maschinen, die man sich vorzugsweise aus der Flotte der Lufthansa rausgenommen hat und sie dann als VIP-Flugzeuge für die Flugbereitschaft fit gemacht hat. Für die beiden aktuellen A340 bedeutet das, im Falle der Konrad Adenauer, hier war das Flugzeug von 1999 bis 2009 in Betrieb bei der Lufthansa, wurde dann umgerüstet zum VIP-Langstreckenflugzeug für die Flugbereitschaft und ist heute knapp 20 Jahre alt. Bei der Theodor Heuss, also beim zweiten A340, ist das sehr ähnlich. Der war von 2000 bis 2009 bei der Lufthansa und ist jetzt knapp 19 Jahre alt. Bei guter Wartung doch eigentlich gar kein Alter für Flugzeuge, oder? Die Erfahrung, die man mit den beiden aktuellen A340 gesammelt hat, dürfte hier dann ja aber auch keine ganz unwichtige Rolle gespielt haben, sodass eine komplett neue Maschine schon sehr verlockend klingen dürfte. Und wenn man dann schon so weit ist, dann ist vieles ja tatsächlich nur eine Verhandlungssache. Man kann nämlich nicht davon ausgehen, dass eine Autovermietung für jeden ihrer ganz neu bestellten 250 A8 wirklich 155.000 Euro auf den Tisch legen muss. Oder dass ein großer Mobilfunkanbieter für seine was weiß ich wie viel 1000 bestellten iPhones, die er dann in verschiedensten Verträgen verpackt an seine Kunden weitergibt, dass er dafür jedes 1650 Euro bezahlt, das ist ziemlich sicher nicht so. Und ich denke mal, es gibt gute Gründe dafür, dass Kunden wie du und ich jetzt nicht genau wissen, wie viel oder wie groß dieser Preisunterschied da wirklich ist. Tja. Und genauso ist es dann letztendlich auch beim Flugzeugkaufen. Es ist einfach Verhandlungssache und so wie jede Fluggesellschaft mal bei verschiedenen Herstellern, bei verschiedenen Leasinggebern und so weiter anfragt, wird das auch die Flugbereitschaft getan haben und sich dann ein ganz genaues Bild der Lage erstellt haben und dann erkannt haben, welche Kompromisse sie eventuell dieses Mal vermeiden können und wie viel sie das kosten wird. Mit anderen Worten, der Flugzeughersteller Airbus wird höchst positiv auf das Interesse der Flugbereitschaft an einem neuen A350 reagiert haben, wird dann zu netten Konditionen zeitnah Slots zugesichert haben und einfach insgesamt einen sehr, sehr guten Preis zusammengeschustert haben. Die Flugbereitschaft bzw. das Verteidigungsministerium hat sich also nach reiflicher Überlegung jetzt tatsächlich für den Airbus A350 entschieden. Das, was viele vor einiger Zeit noch nicht für möglich gehalten haben. Ja, und sie werden den ersten wohl tatsächlich schon Ende 2019, also noch in diesem Jahr, in Empfang nehmen können. Berechtigte Frage, wie kann das sein? Denn Airbus hat zum aktuellen Zeitpunkt noch etwa 600 offene Bestellungen für den Airbus A350. Muss sich da nicht eine Flugbereitschaft einfach hinten anstellen? Nein, das ist tatsächlich nicht so. Denn Fluggesellschaften übernehmen neue Flugzeuge nicht immer automatisch so schnell, wie es gerade geht. Sondern sie planen langfristig damit. Sie planen vorher recht genau, welche Anzahl an neuen Flugzeugen sie wann in die Flotte integrieren, weil da hängt ja noch ein bisschen mehr dran mit Personal, Wartung und so weiter. Dafür bekommen bestimmte Kunden beim Flugzeughersteller dann bestimmte Slots zugewiesen. Also Zeiträume, in denen die Fluggesellschaft mit diesem neuen Flugzeug rechnen kann, beziehungsweise Zeiträume, in denen der Flugzeughersteller damit rechnet, dass die Fluggesellschaft das neue Flugzeug auch übernehmen wird. Ja, und werden jetzt Maschinen storniert, also Bestellungen storniert, wie zum Beispiel durch American Airlines, gerade mal vor 10 Monaten. Da gab es nämlich noch eine offene Bestellung von US Airways damals über 22 Airbus A350. Dann werden solche Slots wieder frei. Es können also durchaus 600 Maschinen davon noch bestellt worden sein, aber es kann sein, dass in den nächsten paar Monaten einige Slots noch frei sind, in denen keine Fluggesellschaft ein A350 übernehmen möchte. Denn die Fluggesellschaften würden ja nur aufrücken in diesen Slots, wenn sie so eine optimistischere Planung mitmachen können. Heißt, wenn sie zu diesem Zeitpunkt dann das neue Flugzeug neuerdings nach neuer Planung auch wirklich schon gebrauchen können. Ist das nicht der Fall, dann bleiben sie natürlich in ihren vorher geplanten Slots, die sie vorher bekommen haben, und die Slots vorher bleiben frei. Und jetzt liegt es natürlich am Flugzeughersteller selbst, diese Slots möglichst attraktiv zu machen und sie dann an einen neuen Kunden mit guten Konditionen weiterzugeben. In diesem Fall könnte das zum Beispiel die Flugbereitschaft sein und alles andere, was danach kommt, ist dann Verhandlungssache. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Die Situation passt gerade. Die Flugbereitschaft hat sich hier Bild gemacht, das Bild war für sie interessant und sie nimmt dafür gewisses Geld in die Hand, um dieses Bild auch für sich verwirklichen zu können. Ja, Win-Win für alle, die mitmachen. Aber nun wird man sich mit einem Airbus A350 sicherlich schon langsam aber sicher in Richtung 200 Millionen Euro bewegen. Eine Geldsumme, für die man im Idealfall doch eigentlich bis zu 2 Maschinen bekommen wollte. Aber auch der am besten verhandelte Airbus A350 lässt sich sicherlich nicht für unter 130, 140 Millionen bekommen. Dazu noch eine VIP-Ausstattung.
dann kommt man sicherlich bald zu 200 Millionen. Was wiederum dafür sorgt, dass die Bundesregierung letzteres, also diese VIP-Ausstattung, einfach erst einmal weglässt. Ob das jetzt wirklich aus Geldgründen oder eher aus Zeitgründen passiert, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, aber es wird dazu führen, dass wahrscheinlich schon ab 2020 ein Airbus A350 mit in Anführungszeichen normaler First Business und Economy Class Bestuhlung für die Bundesregierung unterwegs sein wird. Laut Spiegel-Informationen ist die aktuelle weiße Flotte der Flugbereitschaft tatsächlich ausgelastet. Aber wie sollte es auch anders sein, wenn aufgrund von technischen Problemen häufiger mal ein Flugzeug am Boden bleiben muss? Das würde aber dann tatsächlich ein möglichst schnelles Einflotten des A350 erklären. Und dann sollen in naher Zukunft auch noch weitere Airbus A350 dazukommen. Dann wahrscheinlich von Beginn an mit entsprechender VIP-Ausstattung. Dafür wird man dann aber auch noch mal etwas mehr Geld benötigen. Gut möglich also, dass die langfristige Planung jetzt ein A350 als Retter in der Not vorsieht und dann zwei weitere A350, die dann die aktuellen A340 möglichst zeitnah ersetzen sollen. Es bleibt da also sehr spannend. Als sicher gilt nur, dass wir noch in diesem Jahr von einem unterschriebenen Kaufvertrag für einen brandneuen Regierungs-A350 hören werden. Ja. Und dann würde mich ganz persönlich auch nochmal sehr interessieren, ob man vielleicht die Wartung, die die Lufthansa Technik durchführt, ob man da nochmal was umstellt. Heißt vielleicht auf umfangreichere, zeitaufwendigere Wartungsaufenthalte setzt oder was auch immer. Aber dafür finden wir vielleicht irgendwann anders nochmal Informationen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Thema war für euch interessant. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, was da gerade passiert und bin auch sehr gespannt, ob es wirklich dazu kommen wird, dass die Flugbereitschaft sich in den nächsten 1 bis 2 Jahren tatsächlich 3 Airbus A350 anschaffen wird. Ich freue mich sehr auf eure Meinung zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.